So, dann nehmen wir einmal Anlauf und gucken, ob wir darüber kommen. Zack. Yellen droht in den Fluten unterzugehen, bleibt jedoch mit großer Mühe an der Wasseroberfläche. Autsch. Okay. Also selbst so ein kleiner Bachlauf kann schon tödlich enden. Zeig mir bitte mal deine Talentwerte. Schwimmen. Schwimmen hat sie 5. Also ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir den ganzen See überschwimmen müssen. Na gut, dann probieren wir doch mal ganz kurz, nicht Magie anzuwenden. Sondern wir haben ja Mürrim auch Heilkunde Wunden steigern lassen. Wunden heilen bei Yellen. Verhilft Yellen zu 7 Lebenspunkten. Sehr schön. Zurück. Ja, fast komplett geheilt. Gut, gut. Da sollten wir auf jeden Fall bei den nächsten Stufenanstiegen ein wenig drauf achten, dass sie jedes Mal auch Heilkunde Wunden, Gift und Krankheiten steigert. Na gut, wir müssen hier jetzt wohl wieder runter. Und ja, das ist nicht gut. Warum trifft das immer Yellen? Hat die irgendwie ein verfluchtes Artefakt dabei oder so? Du sollst nicht schwimmen? Also, Lebensenergie ist wieder voll. Ja, ich gucke mir mal ganz kurz ihr Inventar an. Sie ist nicht großartig überladen. Also jedenfalls nicht mehr als die anderen. Sie hat keine außergewöhnliche Rüstung an, keine außergewöhnliche Bewaffnung und eigentlich nur Kräuter im Inventar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass andere Leute weniger gut schwimmen können als sie. Schwimmen 4 hat Mürrim zum Beispiel nur. 5, also alle haben 5 außer Mürrim. Kurios. Ich tausche mal einfach testweise die beiden aus. Fürs ins nächste Mal ins Wasser springen. Auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt absichtlich machen sollte. Obwohl, da hinten ist irgendein Gebüsch. Das gucken wir uns mal an. Also hier im Gebüsch ist schon mal nichts. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich das anklicken könnte. Nö. Da müsste wohl ein Text kommen, wenn hier irgendwas Besonderes wäre. Aber wir haben keinen Schaden bekommen. Oh. Yellen droht in Fluten umzugehen. Also es hängt wohl wirklich an Yellen und nicht an irgendwelche Ausrüstung oder Position in der Gruppe. Sehr komisch. Sehr komisch. Also nicht haha komisch, sondern kurios. Warum hast du es jetzt nicht gegessen? So. Konnte Tirik jetzt die Karte fertig zeichnen? Nein, da müssen wir auch noch gucken. Auch wenn uns nicht wirklich viel hier hält. Das ist schließlich die erste Stadt, wo wir reinkommen, also sollten wir uns hier mal wirklich umgucken. Allein schon mit der Steuerung einigermaßen klar zu kommen. So. Da mal hinbewegen und dann nach Westen gehen. Norden, Westen. Lauter Privathäuser anscheinend. So, was haben wir denn da? Also hier war die Herberge, hier war die Krämerin, hier ist der Marktplatz. In einen der beiden Tavernen waren wir schon. Liebliche Au und Perreines Tisch. Ich glaube, in der Lieblichen Au waren wir schon. Dann gucken wir doch mal an Perreines Tisch. Und schauen, ob da die Leute vielleicht etwas gastfreundlicher sind. Wenn der Name schon nach der Göttin der Gastfreundschaft benannt ist. Oder war Perreine für die Bauern zuständig? Ja, verwechsel ich immer. Wow. Also wenn ich in eine Kneipe reinkomme und alle mich so anstarren, würde mir schon ein wenig mulmig werden. Aber gut. Oh, hier haben wir jetzt andere Optionen. Habt ihr vor, die Tür noch länger den Schatten zu versperren? Vermutlich möchte die Wirtin damit sagen, dass ihr schon seit einigen Minuten den Eingang blockiert. Ja, Entschuldigung, wir wollten uns angucken, was die Symbole hier bedeuten. Also das da ist wohl an die Tierke. Das da ist an einen freien Tisch und das da ist an einen besetzten Tisch. Oder einfach weit weg von hier. Nein, wir stellen uns erstmal an die Theke. Wir hätten gerne 6 Bier. Sofort, meint die Wirtin und geht zur Theke. Oh, es gibt inzwischen auch Wirtinnen. Das ist ja auch schön. Dann sagen wir doch mal Hallo.
Seid gegrüßt und entschuldigt, aber der armen Tisch braucht mich. Fühlt euch dennoch wie zu Hause. Schade, ihr könnt mir also nicht reden. Dann gehen wir doch mal an einen besetzten Tisch. Nachdem ihr höflich gefragt habt, ob ihr Platz nehmen dürft, lasst ihr euch an einem besetzten Tisch nieder. Und anscheinend können wir sogar mit denen reden. In Randa Formberg. Sieht ein wenig aus, als wenn sie zu jung wäre, um hier eigentlich rein zu dürfen. Aber gut. Schweigen ist Silber, reden ist Gold. Huldigen wir dem Edelerze. Ein Plappermaul. Okay, dann sag mal noch was über deine Stadt. Wusstet ihr eigentlich, dass der Name dem Nordbadischen entstammt? Nee, wussten wir nicht. Was kannst du uns über die Orks sagen? Komisch, wie ihr auf die Idee kommt, ausgerechnet mich danach zu fragen. Okay, sag uns was über die Elfen. Fragt andere danach, aber nicht mich. Okay, vielleicht Zwerge? Ah, im Finsterkamm gibt es unterirdische Städte der Zwerge. Die wollen aber kaum etwas mit Fremden zu tun haben. Wenn ihr ein längeres Schwätzchen haben wollt, dann geht doch einfach zu Askrim Torboldsson nach Breida. Ah, wie geil. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf den ersten Teil. Da gab es auch einen geschwätzigen NPC. Aber da können wir jetzt, glaube ich, nicht hin zurück. Nehme ich zumindest an. Also in die Torvaler-Region. Aber die Information mit der Zwergenstadt nehme ich doch mal mit. Zwergenstadt im Finsterkamm. Zwergenstadt. Im / unter Finsterkamm. So. Na gut, sie will wohl nicht mehr reden. Dann setzen wir uns mal einen freien Tisch. Denn wenn wir uns jetzt wieder an einen besetzten Tisch setzen würden, dann würden die uns komisch angucken. Also noch komischer als jetzt. Und es ist niemand am Tisch. Na gut, dann essen wir erstmal ordentlich. Wir hätten gerne was zu essen. 12 Silberlinge. Wollt ihr es einmal versuchen? Ja. Ihr bekommt zwar nicht eben ein Festmahl aufgetischt, dennoch ist es auf jeden Fall gut und sättigend. Eigentlich hätte ich gedacht, wenn wir jetzt lange genug hier sitzen und unser Essen verdrücken, dass dann irgendwann jemand kommt, um mit uns zu sprechen. Dem ist aber leider wohl nicht so. Dann versuchen wir doch mal, uns ein, zwei Dukaten durch Musik und Tanz zu verdienen. Also, Mürrim war musizieren. 2 Dukaten für Silberlinge. Oh ne, Jalle war fürs Musizieren und Mürrim war fürs Tanzen. Ah, ich hab die ja verdreht. Na gut, dann Mürrim nochmal tanzen. Ach herrje, das ging wohl daneben. Die Leute hier scheinen genug von der Vorstellung zu haben. Nee. Okay, dann halt nicht. Wir zahlen 4 Heller. Das ist doch mal eine gute Quote. 2 Dukaten verdient, 4 Heller bezahlt. Und, es ist inzwischen Nacht geworden. Das ging aber schnell. Und der Marktstand wurde wohl wieder abgebaut. Na gut. Dann gehen wir doch mal in unsere Herberge. Und schlafen hier noch eine Runde. Oh. Das war nicht die Herberge. Das war der Krämer. Oder die Krämerin. Hier ist die Herberge. Aber irgendwie gefällt mir dieses automatische Hin- und Herspringen nicht so sehr. Ich glaube, das werde ich in Zukunft lassen und lieber manuell hin- und her gehen. Es verliert irgendwie einiges an Charme, wenn man nicht so durch die Stadt selber geht. So, wir würden gerne ein Einzelzimmer bestellen. Für eine Nacht. Und hier auch sofort schlafen, ohne dass irgendjemand in unser Fenster einsteigt. So, regeneriert. Und was haben wir hier noch zu entdecken? Wir haben... Was ist das da für ein Haus? Heilerin Daleone Morgentau. Da gehen wir doch mal hin. Also wir müssen uns von hier aus nordöstlich halten. Kompass sagt, nordöstlich ist da lang. Ein Verkaufsstand. Salamander. Handzahme und stubenreine Salamander. Wenden das Unglück ab, schützen das Haus vor Feuer und bringen den Frauen Fruchtbarkeit. Wollt ihr euch den Stand näher ansehen?
Na gut, schaden kann's nicht. Die Frau hinter dem Tisch schaut euch seltsam an, als ihr vor ihr steht. Verzeiht, hohe Herrschaften, aber ich verkaufe nur Salamander, nicht ihre Steine. Wollte für 10 Dukaten wenigstens einen Salamander kaufen. 10 Dukaten. Nein. Also hätten wir das Geld jetzt überwürdig einkaufen, einfach nur um zu gucken, was passiert. Aber so muss das nicht unbedingt sein. Also merken wir uns, wir können hier später Salamander kaufen. Ich glaube, man kann sogar Notizen setzen. Genau, Eintrag schreiben. Hier Salamander kaufen. Ah, man sieht es nicht auf der Karte selbst, sondern nur, wenn man mit dem Cursor rübergeht. Ah, das ist unglücklich. Hätten irgendwie noch eine kleine Feder oder so hier reinsetzen können, das wäre ein bisschen übersichtlicher. Aber gut, verlassen. Wir wollten gucken, was die Heilerin da hinten zu sagen hat. Hier. Weil die beiden Aufgaben, die wir bisher bekommen haben, also den Salamanderstein zu finden und dieses Artefakt, es ist ja beides nicht hier in der Stadt. Irgendwie sehen die alle sehr anzüglich aus. Entweder das oder ich bin gerade komisch drauf. Hallo. Möge das Schicksal euch vor schweren Malessen verschonen. Also Krankheiten. Was kannst du uns über die Stadt sagen? Der Name kommt aus dem Norbadischen. Okay. Kannst du uns etwas über Orks erzählen? Das ist für mich momentan somit das Wichtigste, denn wir sind ja quasi schuld, dass die Orks hier sind. Also sollten wir auch versuchen, die wieder wegzubekommen. Dann müsst ihr anderswo nachfragen. Okay. Elfen? Elfen besaßen einst großes Wissen über den Bergbau, weil sie es aber nicht niedergeschrieben haben, ist ihr Wissen für immer da verloren. Oh, ein Freund kommt. Ihr entschuldigt mich. Ach, deswegen war sie so komisch angezogen. Mit nichts unter ihrer Robe. Ja, okay. Dann verabschieden wir uns mal. Die Elfen hatten mal großes Wissen über den Bergbau, haben es aber nicht aufgeschrieben und deswegen ist es verloren gegangen? Das finde ich doch sehr abwegig. Ist wahrscheinlich eher irgendein Menschengerücht, weil die keine Ahnung haben, wie das wirklich funktioniert. Also die Heilerin war auch nicht sehr vielversprechend. Ein kleines Mädchen kommt auf euch zugelaufen. Mit strahlendem Gesicht drückt das Kind Gerugon einen Silbertaler in die Hand und sagt, da. Was? Geht das nicht eigentlich andersrum? Also, dass wir irgendwelchen Waisenkindern einen Silbertaler in die Hand drücken? Oder war der jetzt verflucht, wie der Hügelig-Schatz? Kurios, kurios. Aber ja, man sieht, sehr interessante Zufallsbegegnung. Wo könnten wir jetzt noch hin? Irgendwelche außergewöhnlich aussehenden Gebäude? Hier hinten war eine Mühle oder dergleichen? Das Haus sieht anders aus als alle anderen braunen Häuser. Da gehe ich doch mal hin. Also im Nordwesten der Stadt. Das wäre dann westlich von hier. Auch wenn das wahrscheinlich irgendein Haus von einem NPC ist, für den wir noch gar keine Aufgabe haben. Handsame Salamander, nein danke. Ich warte noch auf den Käsetoast und die Reisdecke aus Maraskan. Das Haus? Das Haus im Süden von uns. Ja, das Haus. Ich habe zu tun und komme gut alleine klar. Okay. Aber das Haus sah echt aus. Ah ne, das sieht genauso aus. Also anscheinend gibt es mehrere Zivilistenhäuser, will ich es mal nennen. Das da und das da. Aber gut, wir haben jetzt langsam alle wichtigen Gebäude der Stadt abgeklappert. Und anscheinend gibt es hier nichts wirklich Interessantes. Schade. Normalerweise gibt es in den Gebieten, in denen man in einem Spiel anfängt, auch immer gleich irgendwelche Kleinigkeiten zu tun, damit man so leicht in das Spiel reingeführt wird. Dem ist hier wohl aber leider nicht so. Aber gut, wir haben ja eh zwei Aufgaben, den Salamanderstein zu finden und Sternenschweif. Und eine von mir auferlegte Aufgabe, die Orks loszuwerden. Denn man darf nicht einfach so konsequenzlos durchs Leben tapseln, also weder in einem Spiel noch in Real Life.
Das heißt, wir begeben uns jetzt zum Ortsausgang, wo auch immer der sein mag. Und reisen einfach mal weiter. Da ist ein Stock. Ich glaube, das wird ein Wegweiser sein. Also im Südosten der Stadt. Südosten. Eine alte Frau. Euch kommt eine alte Frau entgegen, die mit einem Stock den Weg ertastet und sich nur sehr langsam vorwärts bewegt. Als sie neben Gwendolyn steht, stolpert sie ihr in die Arme, worauf sie wüst zu schimpfen beginnt. Mitten in ihrer Tirade klärt sich jedoch ihr Gesicht. Ich kann wieder sehen, ich kann wieder sehen. Oh, ihr Götter, habt Dank für diese Wundertäter. Mit großen Schritten und unter lautem Gejubel lauft sie die Straße hinunter. Die Leute um euch herum sehen euch mit einer Mischung aus Vergötterung und Furcht an, bis die alte Dame vor das nächste Haus gelaufen ist. Danach gehen sie alle wieder ihre Wege. Komisch. Okay. Was hast du mit der alten Frau gemacht, Gwendolyn? So, Westen darum. Hier war irgendwo jetzt der Stock eingezeichnet. Ah, genau hier. Wollt ihr die Stadt wirklich verlassen? Ja. Jetzt sehen wir die Überlandkarte. Wir sind anscheinend da ganz oben. Und noch eine sehr schöne kleine Änderung. Man kann endlich aus diesem Kästchen hier raus. Wenn wir sonst uns die Karte angeguckt haben, dann konnte ich mit dem Cursor nie dieses Kästchen verlassen, dieses Auswahlkästchen. Und konnte euch nie zeigen, wo ich eigentlich mit dem Cursor hinzeigen wollte. Aber ja, hier haben wir wohl noch eine Ansicht, in was für einem Gebiet wir uns gerade aufhalten. Also da so ein Waldstückchen. Und das weiß ich noch nicht. Müssen wir gleich gucken. Wir würden gerne erstmal unsere Route planen. Wir können nur nach Süden. Wollt ihr die Planung fortsetzen? Nö, erstmal nicht. Das reicht uns. Oh, also dieses rote Stück hier oben sind wir wohl gerade gegangen. Es wird schon dunkel. Ihr solltet besser einen Nachtschlager aufschlagen. Okay. So, aber bevor wir das jetzt alles machen, speichere ich erstmal ab. Neu. Ja, sichern. LP 004. Und wir sehen uns gleich wieder.